Ich müsste eigentlich hier irgendwo hochkommen. Da gehe ich safe nicht runter. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Oh mein Gott, oh, bitte stürz nicht ab, bitte. Ich grüße euch, ich bin auf dem Weg zu einem richtig coolen Lost Place. Das ist so eine Art verlassene Militär-Shooting-Range, ich schätze mal so aus den 70er Jahren. Es ist eigentlich alles komplett abgezäunt und abgesperrt, aber ich habe eine gewisse Stelle angeschrieben, die dafür zuständig ist für das Gelände und habe da eben nachgefragt, ob ich da rein kann und filmen darf, vor allem mit der Drohne fliegen darf, eben für Privatzwecke. Und ja, der hat mir da eine Zusage gegeben und da bin ich jetzt eben auf dem Weg gerade hin. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es schwer werden kann mit dem Drohnensignal, weil das Gelände ist halt sehr groß und sehr hoch. Also es sind sehr hohe Bäume und diese Wände, die da sind, sind auch sehr hoch. Das heißt, ich habe echt Angst, dass ich da meine Drohne jetzt verlieren könnte, dass da irgendwie das Signal abbricht. Aber ja, ich schaue mir das einfach mal an. Scouting. Das ist schon echt mega zugewachsen. Vielleicht kann man da durchfliegen, ich weiß es nicht. Ich müsste eigentlich irgendwo hochkommen, aber das geht nicht. Und so, ich habe hier dann überall einen Signalabbruch, wenn ich hier fliege. Ah, es sieht schon echt sehr crazy aus. Boah, ich liebe sowas. Geil. Junge. Das ist schon echt sehr crazy. Oh mein Gott, da geht's runter. Oh, hell no. Junge, nein. Da gehe ich safe nicht runter. Was wird da unten sein? Das ist eine Bank? Nee, ich gehe da nicht runter. Okay, jetzt wird's sehr sketchy. Da ist nämlich irgendwas, wo man rein kann. Da will ich lieber nicht rein. Aber. Alles komplett zugewachsen. Ist das eine Felge? Boah, Junge, das ist creepy. Alter! Oh mein. Man sieht halt fast nichts. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Durchgangsraum. Da ist halt dann die Schussbahn. Ja, aber es ist echt nicht zielführend. Ich brauche jetzt irgendwas mit gutem Signal. So, jetzt wird's spannend. Und ich bin in der Luft. Okay, okay, okay. Ich record gar nicht. Geil. Jetzt record ich. Okay. Das ist geil, Mann, ey. Es sieht so schön aus. Okay, ich bin jetzt fast hinten. Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein. Boah, boah, ist das scary. Okay. Fliege ich mal zurück. Wenn es jetzt besser wird, nein. Komm schon, ja, da ist es. Ah, nee, da durchtreiben kann ich echt nicht, das ist super schwer. Ich bin echt ein Dulli. Ich bin die ganze Zeit in... Oh mein Gott. Also das, was ich mir vorgenommen habe, geht nicht ganz. Aber muss ich mal schauen. Also vielleicht erwische ich auf dem Video diese hinteren Balken noch. Die drei. Ich meine, die eine Bahn, die kann ich schon ganz gut abfilmen. Hinten ist halt das Signal echt schlecht. Aber es geht noch.
Das Schlechte wäre, wenn ich in einen Baum fliege oder einfach straight gegen so eine Wand. Ich tue jetzt den neuen Akku drauf, den größeren. Und schauen wir da mal, was geht. Hoffe, dass alles funktioniert. So, da bin ich jetzt auch gespannt. Fällt mir jetzt das erste Mal auf, dass der große Akku wirklich sehr viel schwerer ist. Also es wirkt sich echt auf das Flugverhalten aus. Boah, das sieht einfach nur geil aus. Oh, bitte stürz nicht ab, bitte. Okay. Ja. Geil. Zieh hoch. Ja. Boah, ist das cool. Boah. Ich mach das nochmal. Okay, das ist gut. Oh mein Gott, geil. Ja, Mann. Die Drohne ist noch da. Die ist nicht abgestürzt. Die ist mir nicht abgestürzt. Geil. Ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg und es war richtig geil. Und wie ihr gesehen habt, meine Drohne ist nicht abgestürzt. Ich bin echt so happy, dass da alles gut gegangen ist. Also es war echt sehr knapp mit dem Signal. Ich hatte ein paar Mal einen Herzinfarkt auf jeden Fall. Aber es ist alles gut gegangen. Also ja, es wäre echt sehr ärgerlich gewesen, wenn die jetzt verloren gegangen wäre oder wenn ich die irgendwie gegen eine Wand gebrettert hätte. Weil so die Drohne mit GoPro oben drauf sind schon mal knapp 700 Euro. Und ja, so das FPV-Fliegen, also mein Setup ist halt schon nicht so billig. Aber ich merke halt immer wieder, genau durch solche Momente zahlt sich einfach das Geld dann wieder aus. Ich war so happy, dass ich diesen geilen Shot filmen konnte. Auf jeden Fall war es mega interessant, das halt alles zu sehen. Ich meine, da waren einzelne Wege und so Laternen, die komplett zugewachsen waren. Man kann sich halt irgendwie nur vorstellen, was da so früher war, vor 40, 50 Jahren. Das ist schon echt cool, da war halt alles in Betrieb und jetzt steht das alles leer. So die ganzen Räume, Türen, Lagerhallen, diese Betongebilde, die hatten alle mal einen Zweck. Und es ist einfach richtig cool, sich das so vorzustellen, wie das mal alles in Betrieb war. Und jetzt ist es einfach komplett zugewachsen. Ja, aber an dem Punkt will ich mich einfach mal bedanken, dass ihr bis hierhin überhaupt geschaut habt. Gebt auf jeden Fall mal Bescheid, ob euch das Format gefällt, also einfach dieses, ja, Vlog-mäßige. Ist für mich echt eigentlich ganz cool, so dieses Drohnenfliegen auch ein bisschen zu dokumentieren, so was da für Gedanken und Vorgänge dahinter stecken. Ich meine, ich bin jetzt nicht der FPV-Profi, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ganz cool, wenn ihr mich da ein bisschen bei meinem Fortschritt begleiten könnt, wenn man das so sehen kann. Und ja, also lasst mich wissen, ob ihr hier mehr davon wollt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns.